herzlichst. Sie wünschen, wir spielen. Wird Ihnen präsentiert von Costa Kreuzfahrten. Und dem Hotel Mariandl zum singenden Wirt. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihrer Wunschsendung. Herzlichst. Ja, wir sind einmal wieder zu Gast bei Kaube und Indianer in Pullman City bei guten Freunden. Und nicht in Amerika, sondern wir müssen gar nicht mal so weit fahren, nämlich im schönen Niederbayern in Eging am See. Deshalb howdy zu Hause am Fernsehgerät. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir haben uns noch ein paar weitere Cowboys in die Sendung eingeladen, die mit ihren Pferden und vor allem mit ihrer Musik in die Sendung geritten kommen. Ich freue mich ja schon sehr auf unseren kleinen, ganz, ganz großen Star, nämlich Andy Borg. Und zwei, die sich die Freunde nennen. Auch die haben es geschafft, dass sie ihre Pferde hier parken in Pullman City. Und ich bin gespannt, was sie alles zu erzählen haben. Jetzt könnt ihr auch schon sagen, unser zweites Zuhause hat uns wieder Pullman City und eine, die unweigerlich dazu gehört, das ist sie. Sie strahlt es aus, Lebensfreude pur, und sie lebt es auch, unsere Daniela. Daniela, schön, dass wir wieder da sein dürfen im schönen Pullman City in Eging am See. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns besuchen kommt, und ich sage auch vielen herzlichen Dank. Ja, schön, euch wieder hier zu haben. Ich muss sagen, wir tauchen wieder einmal ab in eine ganz andere Welt, und es ist schön, dass wir wieder da sind. Und Daniela, ihr habt schon wieder einiges gebaut, habe ich gesehen, wenn man reinkommt. Was gibt es denn Neues bei euch? Ja, ihr wisst es ja, Stillstand ist Rückstand, und das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen weiter attraktiv für unsere Gäste sein. Und daher, aktuell bauen wir ein neues Rezeptions- und Verwaltungsgebäude. Die Leute sollen sich ab dem ersten Moment so richtig wohl bei uns fühlen, und ja, neue Hütten haben wir gebaut. Kann man fast sagen, sind so ein bisschen wie so Luxus-Chalets, also für den Gast, der viel Komfort haben möchte. Und weiter geht's dann mit einer Indoor-Spielhalle und ja, ständig Neuerungen hier bei uns. Das ist ja der Wahnsinn immer bei euch, wenn du jetzt gerade gesagt hast, eher so Luxus-Chalets. Ihr trefft ja wirklich jeden Geschmack. Für den, der wirklich sagt, ich will die Holzbrütsche, der kriegt die Holzbrütsche. Also ganz, ganz eher low budget und halt auch sehr, sehr ursprünglich. Aber wenn man sagt, naja, ich will mir es eher gut gelassen, das funktioniert genauso. Ganz genau so ist es. Also wir bieten wirklich von jung bis alt für die Familie, für den Junggesellenabschied, einfach für Freunde oder Vereinsausflüge. Jeder kann sich hier bei uns richtig wohlfühlen. Ich muss ja sagen, euch beide mal, ich war ja nicht so dieser Western-Fan, muss ich ehrlich zugeben. 2019 haben wir uns das erste Mal kennengelernt, und dann hat mich das wirklich fasziniert, was hier eigentlich abgeht. Und ich muss eins sagen, das sage ich auch immer meinen Gästen zu Hause, wenn du einmal zur Weihnachtszeit hier in Pullman City warst, dann kann dich kein Christkindlmarkt mehr flashen. Und ich muss sagen, welche Jahreszeit ist denn für dich die schönste? Eine gute Frage. Es ist in Pullman City hier natürlich für mich als Cowgirl im Sommer natürlich toll. Reiten, die Westernstadt, die Live-Musik, ein kühles Getränk auf der Main Street, einfach den Flair hier genießen. Aber der Weihnachtsmarkt, wie du schon sagst, ist natürlich besonders. Mit dem riesen Lichtermeer, das Deutsch-Amerikanische vermischt, ja, tatsächlich ein einmaliges Erlebnis.
Auch ein einmaliges Erlebnis ist natürlich auch die Karl-May-Festspiele. Mit oft auch Stars dabei, wie Claudia Jung war schon zu Gast. Und ich habe mir das letztes Jahr wieder mal angeschaut. Ich muss wieder sagen, einfach schön, wie man bei uns sagt. Auf alle Fälle und einmalig hier tatsächlich in der Region. Also mit einem Ensemble von der Größe mit 80 Personen. Mit den Bisons, den Freilaufenden, gibt es bei sonst keinen Karl-May-Spielen und unserer Rinderherde und den vielen Pferden und Pyrotechnik. Ja, einmaliges Freilichttheater hier bei uns. Vielleicht müssen wir noch kurz aufklären für alle die, die unserer Sendung noch nicht so lange folgen und mit Pullman Sitting ist Eging am See noch gar nichts anfangen können. Wo genau befinden wir uns eigentlich? Wie ist die Lage? Wie kommt man am besten zu euch her? Und vor allem, wann seid ihr für eure Besucher da? Ja, also wir sind eine lebende Westernstadt, Pullman City, hier in Eging am See. Das ist knapp 20 Autominuten von Passau entfernt und direkt an der A3 gelegen. Also sprich, jeder Urlauber, der von Kroatien, Italien heimfährt, kann auch gerne hier noch einen Abstecher machen und seinen Urlaub hier ausklingen lassen. Bei uns gibt es eine Vielzahl von Shows, jede Menge Action für die Kids, Übernachtungsmöglichkeiten eben in den Blockhütten, im Hotel oder in den Tippis. Und ja, also auf alle Fälle... Kulinarisches vom Feinsten in allen Richtungen, gell? Richtig. Und auch immer jede Menge Live-Musik. Während der Ferien haben wir natürlich tagtäglich geöffnet. Und ansonsten finden wir unsere Öffnungszeiten für jedes Wochenende oder unter der Woche auf unserer Webseite. Wir, glaube ich, haben noch jede Menge Fragen. Aber bevor wir jetzt ausufern, kommt die Musik. Und wir versprechen die Daniela, die ist noch einmal da und wird uns Rede und Antwort stehen. Oft gegen den Strom und stößt manche Meinung vom Thron. Du machst dir gern dein eigenes Bild, trägst vor deinem Kopf bestimmt kein Schild. Du weißt sehr genau, was du tust, machst es nicht nur, weil du es musst. Auch wenn's nicht immer allen gefällt, du hast den richtigen Blick für diese Welt. Bleib dir selber treu, auch wenn die Leute was anderes sagen. Lass dich nicht verbiegen, auch wenn es schwer ist an manchen Tagen. Bleib dir selber treu, dann hast du ein gutes Gefühl. Vertrau und hab dir. Jagst du davon, behältst deine Sicht, du bist stark, vertraust deinem Herzschlag, der dir alles sagt. Du gehst deinen eigenen Weg, ist dieser auch mit Steinen belegt, und reden auch andere viel auf dich ein, du hörst nur auf dich, das soll so sein. Bleib dir selber treu, auch wenn die Leute was anderes sagen. Lass dich nicht verbiegen, auch wenn es schwer ist an manchen Tagen. Bleib dir selber treu, dann hast du ein gutes Gefühl. Vertrau und hab den Mut, nur so wird alles gut. Bleib dir selber treu, bleib dir selber treu, auch wenn die Leute was anderes sagen. Lass dich nicht verbiegen, auch wenn es schwer ist an manchen Tagen. Bleib dir selber treu, dann hast du ein gutes Gefühl.
Pullman City eine Stadt, die lebt. Das muss man wirklich sagen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber du kommst hier rein, viele Tiere laufen umher und dann weißt du nicht mehr, wer ist eigentlich hier noch Angestellter oder wer ist hier Gast. Genau. Also jedes hier verkleidet und es macht einfach richtig Spaß. Und du hast vorhin so einen schönen Spruch gesagt, liebe Daniela. Erzähl mal nochmal unseren Zuschauern diesen Spruch, der mich so begeistert hat. Ja, also Pullman City ist einfach Home of Country and Cowboys. Aber lieber Stefan, ich muss dich kurz korrigieren, denn wir sind nicht verkleidet. Ich habe was gedacht. Die leben das. Genau, gell? Richtig. Also es ist tatsächlich, also ich bin hier im Arbeitsoutfit. Wir tragen hier authentische Kleidung. Die wird auch bei uns hier in Pullman City selbst geschneidert. Also wir haben eine eigene Schneiderei. Auch all unsere Requisiten, die Kostüme für die Shows, die sind ja alle hausintern gemacht. Und von denen, die du sprichst, das sind unsere Gäste, unsere Besucher oder die Hobbyisten und Authentiker, die einfach wirklich ihr Zuhause gefunden haben und hier ihr Hobby und ihre Leidenschaft ausleben können. Es gibt ja da unten auch diese Hütten, das musst du mal unseren Zuschauern erzählen. Ich glaube, Leute, die was auch tolle Jobs natürlich haben, die zur Freizeit dann herkommen, ohne Strom, ohne Wasser leben, die bei euch da im Wald und leben dieses Feeling bei euch mit, oder? Genau, richtig. Also das ist der Authentikbereich. Der ist im Tal der Westernstadt ein abgegrenzter Bereich, aber für unsere Gäste zugänglich, frei zugänglich. Und die Leute können dort sich einen Claim, also ein kleines Grundstück, buchen und dort ihre Hütte aufbauen. Die muss natürlich in der Zeit von 1740 bis 1806 aufgebaut sein, also in dieser Zeit leben und nachgestellt werden. Und ja, wie du sagst, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Und dort leben die und sind in jeder freien Minute da, also am Wochenende oder wenn die Urlaub haben. Und ja, ziehen sich einfach da aus dem Alltag zurück und kommen zur Ruhe und können ihr Hobby ausleben. Man muss einfach sagen, eine große Familie, die hier zu Hause ist, die das Leben und lieben natürlich. Aber ihr macht natürlich nicht nur Cowboy und Indianer, sondern ihr habt ja viele Highlights das ganze Jahr über. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also wir haben jedes Wochenende ein anderes Event. Also jedes Wochenende ist irgendwas geboten. Und zu den Highlights zählt natürlich auch das Harley-Treffen oder das USK-Treffen, auch eine Rockabilly-Convention im Herbst. Und auch unser Halloween-Spezial, da wo es richtig gruselig wird hier bei uns in der Westernstadt und das immer mehr Leute hier anzieht. Was ich auch spannend finde, also ich bin ja auch gerne mal hoch zu Ross unterwegs, eine Reiterin. Auch da gibt es immer wieder verschiedene Kurse und Workshops rund ums Pferd, aber auch ganz andere Themen. Ihr seid da unglaublich kreativ. Ja, also wir wollen eben wirklich jeden Gast abholen, egal ob Cowboy, Cowgirl, ob er die Geschichte der Native Americans liebt oder ob er einfach wirklich ein Auto- oder Motorradfan ist. Und ja, Reitkurse gibt es natürlich und auch Orientierungsritte hier bei uns und jede Menge los. Liebe Zuschauer, ich muss euch jetzt ein kleines Geheimnis lüften. Die Daniela hat es mir damals ermöglicht, zum ersten Mal aufs Pferd zu steigen. Okay, ich weiß, mein Pferd ging rückwärts, euers ging vorwärts. Aber vielleicht können wir das später mal versuchen, ob auch mein Pferd heute mal vorwärts geht. Ja, sehr gerne. Also dann bleiben Sie dran zum Schluss der Sendung, hoffentlich noch dieses Highlight. Und bis es soweit ist, hören wir jetzt nochmal Musik für Sie. Nur mit dir.
alles wird nochmal so schön. Liebe kann so vieles, glaub daran, dass ein Wort die Welt verändern kann. Sag es mir heute nach dem Mondenschein, so wie du kann nur ein Engel sein. Annalena, du bist, was mein Herz nie vergisst, ein ganzes Liebe. Musik liegt in der Luft und ich freue mich jetzt, zwei wirklich alte Haudegen begrüßen zu dürfen. Zwei Sympathieträger der Musik. Lieber Hansi Süßenbach, lieber Frank Kordes, schön, dass ihr für uns heute ein bisschen Zeit habt. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Ich muss eins sagen, wer euch noch nicht so kennt, machen wir mal einen kurzen Lebenslauf. Lieber Frank, stell dich mal unseren Zuschauern vor, wer ist Frank Kordes? Ja, oh Gott, wer ist Frank Kordes? Also ich bin Frank Kordes, komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Wohne aber seit 17, 18 Jahren schon in dem wunderschönen Bayern-Blendle. Aber muss dazu sagen, dass ich jetzt dann seit 7 Jahren nach Baden-Württemberg gezogen bin, weil die Familie meiner Lebensgefährtin dort herkommt. Da wohnen wir jetzt seit 7 Jahren und musikalisch ist es so, ich mache Musik seit meinem 7. Lebensjahr, habe in vielerlei Bands Musik gemacht, habe viele musikalische Projekte gemacht, unter anderem halt auch Frank Kordes. Und habe ein eigenes Tonstudio, in dem ich dann halt auch für viele große Interpreten Musik produziere, komponiere und ja, Musik ist mein Leben. Hansi Süßenbach, jetzt kommt deine Stunde. Bei mir dauert es keine Stunde. Ist gleich erledigt. Also ich bin im Rheinland geboren, Hansi Süßenbach, ja. Und 67 sind wir dann auch nach Baden-Württemberg gezogen, in Odenwald. Und ja, dann habe ich mal irgendwann mit der Musik angefangen, sehr spät. Ich glaube, da war ich 31 und da dachte ich, komme ich vielleicht ein bisschen ehrlicher rüber, wenn ich über Liebe und Liebesprobleme singe. Hat gut geklappt, ja. Jetzt muss man ja sagen, ihr beide habt euer Süppchen immer selber ein bisschen gekocht, seid schon seit über 20 Jahren in der Musik und jetzt habt ihr euch auf einmal gefunden. Ich glaube, du wolltest sogar mal ein bisschen kürzer treten, mehr dieser Familienmensch ein bisschen sein. Wie ist es gekommen? Wer hat an welcher Tür geklopft, um dieses Projekt, die Freunde, eigentlich zu verwirklichen? Also ich bin tatsächlich ein bisschen kürzer getreten. Ich glaube, ab 2016 habe ich alles ein bisschen runtergefahren. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann wieder bürgerlich gearbeitet, wie man so schön sagt. Ne? So 7.30 Uhr angefangen, 17.30 Uhr aufgehört. War toll, war klasse. Ja, und in den letzten Monaten war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ich könnte ja mal wieder. Ich habe die ganze Zeit keine Auftritte mehr gehabt, nur noch so sporadisch. Ich könnte ja mal wieder, ja, und dann hat das halt doch nicht so geklappt. Und dann kam der Frank, als wenn er es gerochen hätte. Habt ihr schon von früher gekannt oder ist es? Ja, wir kennen. Und habt ihr kennengelernt? Ja, oder? Wir haben uns schon öfters mal bei Auftritten kennengelernt, gesehen und dahin auch kennengelernt und ein bisschen Kontakt schon noch gehalten. Also 20, 25 Jahre werden es jetzt sein, die wir uns kennen. Ja, wir kennen uns 25 Jahre und es ist halt immer so sporadisch, haben wir dann immer, weil Hansi ist ja auch kompositorisch tätig und dann ist es immer mal so gewesen, dass du sagtest, ach Mai, jetzt bräuchte ich eigentlich irgendwie nochmal einen Song und dann hat man dann schon immer mal den Kontakt zueinander geführt und auch gehalten und ja und im Prinzip war es einfach so, ich habe um das kurz zu erklären, in den letzten 4 Jahren Schlagerpiloten ja mitgemacht und ja, und dementsprechend ist es so, freue ich mich einfach jetzt auf dieses neue Projekt. Für mich war es im Grunde genommen so, die Überlegung war, ob ich es alleine weitermache oder ob ich zu zweit oder zu dritt. Das war mir einfach in dem Augenblick nicht so ganz klar und habe dann so einen Hinweis bekommen von einer Sängerin, einer sehr, sehr befreundeten Sängerin, das ist die Liane. Und zu der haben wir ja auch einen wunderbaren Kontakt und sie hat das Ganze ja so mitbekommen und dann sagte sie, du, ich kenne da jemanden, ich habe da für dich einen. Und dann habe ich gesagt, ja,
über wen sprechen wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, Hansi Süßenbach. Und dann ist mir sofort, Mai, du hast vollkommen recht. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Und dann haben wir dann den Kontakt wieder zum Hansi aufgenommen und dann habe ich ihm einfach erklärt, um was es da geht und ob er Bock hat. Und ja, wir mussten nicht lange darüber philosophieren, sondern er hat gleich gesagt, hey Frankie, das ist genau mein Ding, da habe ich voll Bock drauf. Und dann gleich ins Schwarze getroffen mit einem tollen Titel. Ich habe mich neu in dich verliebt. Eigentlich ein genialer Text, finde ich. Ein tolles Lied. Wer hat da die Idee gehabt für euch beiden? Das war eher du, ne? Genau, ja. Das war dann halt ich. Es ist so, dass ich ja im Vorfeld eigentlich immer schon sehr kompositorisch zu Hause gearbeitet habe. Und diese Nummer, die hatte ich eigentlich dann so quasi bei mir im Schüpplein und hab dann einfach gedacht, als die Situation sich mit dem Hansi so ergeben hat, hey du, was hältst du davon? Sagt er, hey, das ist eine super Nummer, lass uns das machen. Und so habe ich das dann unter anderem halt auch mit der Schallplattenfirma besprochen, wie sie den Titel finden. Und dann haben sie gesagt, hey, das ist für den Einstieg einfach genau die richtige Nummer. Allein im Sternenlicht, du und ich, von Angesicht zu Angesicht. Ich spüre deine Haut, das Gefühl ist mir vertraut. Ich hab mich neu in dich verliebt, so wie es das nur selten gibt, in diesem Zauber der Nacht. Nie hätt ich das gedacht. Ich hab mich neu in dich verliebt, es geht jetzt gleich nochmal so tief und nur der Mann im Mond schaut zu. Ein tolles Lied, ich glaube, das ist wirklich gelungen, heute bei uns zu Gast in unserer Sendung Die Freunde. Wir haben gerade schon gesagt, das Jahr ist noch frisch und jung. Was habt ihr denn dieses Jahr geplant? Ja, in diesem Jahr ist einiges geplant. Jetzt kommt erstmal die zweite Single und im Anschluss ist es so, wird am 19. Mai
unser Album erscheinen, worüber wir uns natürlich wahnsinnig freuen. Das Schöne ist, wir sind dann natürlich auch bei dem sehr, sehr befreundeten Andy Borg in der Sendung mit unserem aktuellen Titel und auch darüber freuen wir uns natürlich wahnsinnig. Ja, und es sind dann viele Videos stehen an, viele Veranstaltungen stehen an und ja, wir sind sehr gespannt, was das ganze Jahr noch mit sich bringt. Jetzt muss ich euch mal eine Frage stellen, weil ihr seid ja wirklich nicht nur Sänger, sondern auch Komponisten, Arrangeure. Wie seht ihr die Zukunft der CD? Ihr macht jetzt ein neues Produkt. Wie wichtig ist noch eine CD für Künstler? Sehr wichtig oder werden wir die bald vermissen? Ja, also es ist generell sehr, sehr schwierig. Also wenn man dann mal den Zeitlauf in den letzten 5 oder 10 Jahren zu sehen bekommt, dann wird alles immer völlig wenig werden und noch viel weniger werden. Und ich selbst finde es eigentlich auch sehr, sehr schade, dass der Weg dorthin so sein wird, dass du in den einzelnen Geschäften diese CD, die man ja liebend gern in den Händen hält, einfach nicht mehr bekommen wirst. Finde ich sehr, sehr schade, aber ich denke, das wird der Lauf der Zeit sein. Ihr beide seid ja auch nicht nebeneinander, Haus an Haus, sondern ihr seid schon ein bisschen eine Entfernung, glaube ich, von, wie weit seid ihr auseinander? Knapp 200 Kilometer. Ist doch ein großes Stück. Ach ja. Wie oft trefft ihr euch hier so? Also wir telefonieren fast täglich miteinander. Ja. Aber wenn es dann darum geht, dass wir ja auch kompositorisch sehr viel miteinander machen, unter anderem halt auch in meinem Studio daheim die ganzen Produktionen aufnehmen, dann ist es gerade so in der heutigen Zeit, also wenn es zeitlich gut läuft und der Verkehr es zulässt, dann ist er auch in 1,5 Stunden bei mir und ich denke mal gerade so in der Szene 1,5 Stunden ist ja wirklich wie so ein... Nee, ist gar nichts. Fast gar wie so ein Kaffee. Ich habe ja schon mal gesagt, es ist wie wenn ich zu meinem Nachbar rüberrufe. Hast du Kaffee gekocht? Ich komme rüber. Ja, genau. So ist es. Kann man schon im Schlaf. Wo habt ihr denn eure Ideen eigentlich? Also, wenn ihr neue Lieder schreibt, wenn ihr neue Lieder für euch sucht, habt ihr Komponisten, Texter oder macht ihr das alles selber? Nein, wir arbeiten schon mit sehr vielen Textautoren zusammen. Und im Prinzip ist es so, ja, wenn du mit der Musik groß geworden bist und ich fixiere mich jetzt nicht unbedingt generell nur auf den deutschen Schlager, sondern ich höre Musik wirklich aus den 60er, 70ern, auch im englischen Bereich. Und ja, und da gibt es so manchmal dann schon so einige Passagen, wo du dann echt denkst, ha, das gefällt mir irgendwie total gut. Das könnte ich mir einfach auch als deutschen Schlager irgendwie vorstellen. Und ja, ich sage mal so, in der heutigen Zeit hat es ja alles schon gegeben. Also du kannst da die Musik nicht mehr neu erfinden, sondern du kannst sie dann dementsprechend in der Form nur ausarbeiten und für dich einfach auch so sehen, hey, wir beiden sind einfach auch da musikalisch auf einer absoluten Ebene und das ist einfach total schön, das macht viel Spaß. Aber glaube ich auch wichtig, dass ihr einen Stil habt, der euch natürlich nach vorne bringt. Absolut. Zwei, die wirklich die Musik kennen, lieben, schon lange da daheim sind. Was sind denn eure Vorbilder? Wer ist für euch so, wo sagt, Mensch, das ist eine tolle Musik, der gefällt uns, da möchten wir uns ein bisschen was abschauen. Gibt es jemanden? Also auf dem deutschen Sektor ist für mich eine absolute musikalische Ikone Howard Carpendale und auch Roland Kaiser. Also da geht für mich jetzt nicht nur rein textlich, sondern auch kompositorisch ist das für mich wirklich High-End. Man muss ja eins sagen, Musik zu machen ist ja was Schönes. Man muss das leben und hat sich eure Musik so, ihr seid ja schon lange in der Branche, verändert, wo ihr am Anfang angefangen habt. Ich sage immer, wenn man mal älter wird, ist man ja nicht mehr so leicht biegsam. Man will es ja nicht mehr irgendwie verstellen oder irgendwo in eine Schublade setzen lassen. Man macht das, von dem man überzeugt ist. Hat sich dieser Lauf der Zeit bei euch verändert von der Musik her, von der Richtung her? Also wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen darf, wenn ich das jetzt vergleiche, wie mein Musikstil vor 10, 15 Jahren war, dann hat sich für mich selbst rein musikalisch nicht viel verändert, weil ich immer diesen konservativen Schlager immer schon gemocht habe. Und das Einzige, was sich halt dann schon verändert hat, sind die Sounds, die man halt in der heutigen Zeit auch verwendet. Aber ich glaube mal schon, dass auch sehr viel Wert darauf gelegt wird, wie die Stimmen dann dementsprechend auch gesetzt werden. Und ich glaube, dass wir mit Sicherheit mit unserer jetzigen Musik einen guten Weg gefunden haben. Ihr seid zwei wirklich bodenständige Bursche, wie man sagt. Ich glaube, ihr liebt die Natur, das Handwerk. Ja. Ganz besonders, ja. Ja. Was habt ihr denn für Hobbys eigentlich?
Hobby in dem Sinn habe ich keins. Ich habe jetzt eine Halle gebaut, die muss ich verputzen und da bin ich schon ewig lang dran, weil ich einfach keine Zeit finde und das Wetter nicht dementsprechend war. Ja, und jetzt ja, bin viel zu Hause und habe immer was zu tun. Das ist wie bei dir im Hotel, gibt es immer Arbeit. Ne? Und bei mir ist es ja auch nicht anders. Auch ich, nicht anders, ne? Ich habe zwei pubertärende Kinder. Da ist immer viel. Action angesagt, oder? Kann er ja auch mich fragen, weil ich hatte ja auch mal zwei pubertäre Kinder. Aber das ist super. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder und nutze natürlich auch dann, wenn die Zeit es möglich macht, dass ich auch viel Zeit mit der Familie verbringe. Und ansonsten bin ich ja auch so ein absoluter Naturbursche. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich mache bei mir daheim auch alles selbst, aber wirklich alles selbst, von Fliesen legen, über Hecke schneiden, über Bäume fällen, über. Ich bin auch dann, wenn die Zeit es möglich macht, mit meinen Nachbarn sehr, sehr viel in den Wäldern, weil wir dann Bäume fällen und Brennholz machen und alle solche Geschichten. Ich brauche das, ich liebe das und ich mag das. Alle sind schon ein bisschen gespannt auf eure neue Produktion. Auch wir natürlich von herzlichst. Und wir möchten immer ein bisschen voraus sein gegenüber den anderen. Jetzt seid ihr völlig dabei. Erzählt einmal euren Fans, was ist alles drauf auf der neuen Produktion? Also wir haben sogar eine wahnsinnig tolle, schöne, ich kann es gar nicht beschreiben, Ballade drauf. Die heißt Stark nur zu zweit. Könnte fast von uns handeln. Ne? Ja, wunderbar. Ja, und ein ganz, ganz tolles Andreas Fulterer Medley. Da habe ich am Anfang, habe es ihm auch gesagt, sag ich du, ich vermisse einen Titel. Den vermisse ich jetzt nicht mehr. Ich will auch gar nicht sagen, welcher es war. Niemanden vorbelasten und es ist toll und wir können ja endlich mal Italienisch singen. Ein bisschen Amore, Amore, gell? Absolut. Das ist richtig klasse. Nein, ja. Es war auch ein besonderer Wunsch von der Schallplattenfirma. Wir haben über vielerlei Dinge mal nachgedacht, was man da eventuell machen kann. Und es war ein besonderer Wunsch, dieses Medley von Andreas Fulterer zu machen. Ich habe Andreas in der Vergangenheit auch persönlich kennenlernen dürfen. Wir haben einige Veranstaltungen noch zusammen machen dürfen und ja, eigentlich jemand, der viel zu früh von uns gegangen ist und ein toller Mensch, ein toller Musiker und ich hoffe, dass man in diesem Medley, was wir beiden dann auch zum Besten geben werden, dass man uns sagt, hey, das haben wir ganz gut hingekriegt. Stimmt, Andreas Fulterer war wirklich ein toller Bursche. Wir haben ihn noch kennengelernt beim großen Open Air in Bad Füssing. Da haben wir noch kurz vor seinem Tod gesprochen und sehr traurig, was dann danach passiert ist. Aber bei euch beiden muss ich euch noch eins sagen. Meine Meinung zu euch beiden, es finden sich immer die, die zusammengehören. Wenn man euch beiden sieht, da ist nichts gespielt, nicht irgendwie so Schönfärberei. Bei uns sagt man einfach, das passt einfach. Und das wird man auf der neuen CD sicherlich merken. Und ich würde sagen, liebe Zuschauer, jetzt gibt es mehr Musik. Hier sind sie für euch, die Freunde. Zwei wie Pech und Schwefel. Und das soll so
nur Kinderaugen leuchten, wenn man ihn sieht, sondern wir zwei sind auch begeistert, dass wir ihn in unserer Sendung wieder mit begrüßen dürfen, nämlich Winnetou. Ivi, schön, dass du da bist. Du bist seit, ich glaube, mittlerweile schon wie vielen Jahren hier Stammgast im Pullman City als der Winnetou-Darsteller schlechthin? Also Winnetou grüßt seine weiße Schwester Romy und seinen weißen Bruder Stefan. Sei gegrüßt. Und natürlich auch alle Zuschauer da draußen. Hallo. Ja, ich bin seit 2018 hier in Pullman City. Ich war 2017 Gast hier und Jill, also unsere Lady Jill, also Uschi, ja, haben uns kennengelernt, haben ein bisschen gesprochen und so. Und sie hat dann Kontakt dann zum Herrn Six und Herrn Grünberger gemacht. Und dann hieß es, ja, kommt 2018 mal zu uns. Obwohl wir keine Bühne haben, kannst du ja ein bisschen bei uns hier gucken. Und mir hat es gefallen. Und mir hat es schon 2017 gefallen. Ich wäre schon hier geblieben sofort. Aber ich habe damals in Baden-Württemberg den Winnetou gespielt. Ja, und dann 2018 war ich hier. Und das war, ja, ich wurde mit offenen Armen empfangen. Nicht nur von den Leuten, die hier arbeiten, oder von unseren Hobbyisten, die unten im Authentic-Bereich sind, sondern auch von unseren Gästen, also von unseren Pullman City-Fans und Pullman City-Gästen. Ja, und das war so ein großer Erfolg. Dann hat kurzerhand Klaus gesagt, ja, weißt du was, wir bauen dir eine Bühne und dann machen wir Show. Ich glaube, eine interessante Frage für unsere Zuschauer, wie wird man ein Winnetou oder wie wird man der Winnetou? Ist es ein Kindheitstraum, den man dann immer verfolgt oder weil du Pferde liebst oder wie ist das passiert? Also das ist eine lange Geschichte. Ich bin in Deutschland geboren, aber eine Zeit lang in Jugoslawien gelebt. Und als ich nach Deutschland wiederkam, ich konnte kein Wort Deutsch. Meine Eltern hatten eine riesige Auswahl an VHS-Kassetten und dadurch wollte ich immer zum Film und Fernsehen. Ja, und so habe ich auch die deutsche Sprache kennengelernt, also gelernt durch Fernsehen, durch Filme. Und Winnetou, naja, das war nicht so mein Traum, Winnetou zu werden. Ich habe immer Rocky und Rambo geschaut und Johnny Weissmüller Tarzan habe ich sogar gestern Abend noch geschaut. Und ich kannte auch Winnetou, weil ich aus Elsbeck komme und da wird auch Winnetou gespielt. Oder hat ja Pierre Brice 10 Jahre lang gespielt, von 76 bis 86. Ja, und bin ich zum Action-Konzept gegangen, das ist Alarm für Cobra 11, der Clown. Da habe ich damit gewirkt und dann war ich eine Zeit lang in Elspe und dann habe ich international gearbeitet für Bollywood und so ging das. Und irgendwann in Baden-Württemberg wurde dann ein Action- und Stunt-Koordinator gesucht und da habe ich gesagt, nachdem ich für das Innenministerium Rheinland-Pfalz gearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, im nächsten Jahr bin ich in Baden-Württemberg und da mache ich dann Action- und Stunt-Koordinator. Und die Geschäftsleitung dort und der Regisseur dort haben mich dann kennengelernt und haben gefragt, ob ich spielen möchte. Und ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich mache nur Action- und Stunt-Koordination, mache einen Stunt und das war's. Und dann haben sie mich doch irgendwie überredet, vorzusprechen. Und da waren, weiß ich nicht, über 30 Darsteller da, die haben sich für Winnetou beworben, ich natürlich nicht. Und ich wollte nur Action machen. So, und dann sagte man, komm, kannst du mal einen Satz Satz sagen? Und dann musste ich eben auf die Schnelle einen Satz sagen. Und er lautet, Winnetous Herz ist froh, seinen weißen Bruder wiederzusehen. So, und das habe ich dann vorgespielt und dann konnte ich nach Hause gehen. Und irgendwann, du bist unser neuer Winnetou. Tja, lieber Stefan, so möchte ich dich auch mal sehen wie unser Ivi, der Winnetou. Aber jetzt gibt es erstmal Musik und dann quatscht mal weiter. Ich freue mich. We'll be right back.
muss euch beiden wirklich was gestehen. Wo ich das letzte Mal bei euch war, wo die Winnetou-Festspiele waren, die Karl-May-Festspiele, und dann habe ich dich so beobachtet. Wir haben auch kurzes Interview miteinander gemacht und dann habe ich einen heiden Respekt vor dir gehabt. Weil von dir, man merkt, es kommt von innen raus, du lebst es. Und dann habe ich echt, dass du mich so angeschaut und habe gedacht, ui. Und das hat mich schon sehr bewegt, muss ich ehrlich sagen. Und man merkt das schon bei dir, das ist nicht nur eine Rolle, die du spielst, sondern du lebst es. Das ist für dich, du bist Winnetou. Du spielst das nicht, du bist es. Ja, also ich bin kein Schauspieler. Für mich ist das Blödsinn, wenn man sagt, ich bin auf einer Schauspielschule gewesen, weil Schauspiel kommt von innen. Und ich spiele diese Rolle nicht Winnetou, sondern ich lebe sie. Wenn man jetzt durch die Pullman City geht, also durch die Stadt, dann sieht man Leute, die leben das wirklich. Die haben nicht nur ein Kostüm oder ein Outfit an, sondern die leben es. Und genauso wie ich lebe einfach diese Rolle. Hm. Es ist einfach schön, jemanden zu verkörpern, der so gut ist, der andere Menschen liebt, der Freundschaften schätzt, also und. Wann können wir dich aber leben sehen? Auf der Bühne, das müssen wir jetzt natürlich noch klären. Wann geht es wieder los mit dem Karl-May-Festspiel und vor allem, was führt dir denn dieses Jahr auf? Also dieses Jahr ist es der Schatz im Silbersee. Mhm. Und von 24. Juni bis zum 10. September, wir spielen 48 Mal. Und die Proben fangen jetzt ab Mai an. Ja, und ab dem 24. Juni geht es dann richtig los. Was ist deine Empfehlung? Sollte man sich da die Tickets am besten gleich vorab sichern oder hat man da Chancen, wenn man spontan hierher fährt, dass man immer ein Plätzchen also bekommt? Das ist ja eine Riesenarena. Wie heißt das so schön? Der frühe Wurm fängt den Fisch oder Vogel. Der frühe Vogel fängt ja, den Wurm. Also ich würde bei uns auf der Homepage unter pulmancity.de kann man die Tickets bestellen. Je früher, desto besser natürlich, weil es ist ja schließlich Schatz im Silbersee. Das kennen wir alle. Das war auch das erste Buch, was der Karl May, glaube ich, geschrieben hat oder was verfilmt wurde. Und sollte man auf jeden Fall auch für klein und groß, kleine Cowboys und große Cowboys und kleine Indianer und große Indianer, es ist für allen etwas dabei. Ich glaube, der Stefan fragt sich jetzt aber schon nach, denn er will nächste Saison mitspielen. Wir schauen uns aber jetzt lieber die Profis an dieses Jahr. Wir werden definitiv vorbeischauen. Lieber Ivi, vielen Dank. Eine tolle Saison. Toi, toi, toi. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns. Ja, danke schön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in Pullman City. Und ich muss noch eins dazu sagen, wir können viel erzählen. Sie müssen das einfach live erleben. Also, auf ein baldiges Wiedersehen hier in Pullman City in Egging am See. Hau. Perfect.
Lass uns fliegen, dorthin, wo uns keiner kennt. Quer durch Hawaii, nach Dubai, Shanghai, einfach nur weg. Es wär so perfekt. Wir sind im Monat Mai und das ist ein schöner Monat, weil es ist auch Muttertag. Und ich glaube, das sprechen wir beide jetzt gemeinsam. Jetzt dachte ich mir schon, du sagst, alles neu macht der Mai und nein, du hast eine neue Romy neben dir sitzen. Ich glaube, du bist immer mein Traum. Aber wir sprechen einmal von unseren Müttern. Ich glaube, wir lieben sie beide über alles und es ist ein schönes Fest. Stell dir vor, und ich darf ihn auch schon zum vierten Mal feiern. Direkt ein bisschen unglaublich. Und ich möchte ein paar Grüße loswerden. Ja. Natürlich besonders an meine Mama, die ich über alles liebe. Und jeder sagt immer, hat die beste Mama der Welt. Ich hab sie. Und was mir auch noch am Herzen liegt, ich möchte mit Gästen grüßen, mit denen ich vor kurzem quer durch den Bayerischen Wald gezogen bin, nämlich mit der Gruppe Adelsberger. Liebe Freunde, ich habe euch versprochen, weil ihr immer unsere Sendung anschaut, ich grüße euch. Also, Auftrag erfüllt. Und euch eine schöne Zeit, einen schönen Mai. Ja, und wenn wir schon beim Thema Muttertag sind, da gibt es einen Künstler, der trifft garantiert immer ins Schwarze, wenn es um die Mütter geht. Mit seinen Melodien, ja, da schickt er uns in die schönsten Träume. Und dahin wollen wir sie jetzt auch entlassen. Mit seinem Saxophon ist er für Sie da, unser Captain Freddy. Da sitzt er wieder und lieber Andi, ich weiß nicht, ob es ein Zeichen ist, aber dieses Mal haben sie uns doch tatsächlich nebeneinander gesitzt und nicht hingestellt, obwohl wir uns eigentlich auch im Stehen immer ganz gut in die Augen schauen können. Ja, genau. Ja. Öfter mal was Neues. Mittlerweile werde ich müder während einem Interview, weil ich mich so konzentriere. Und da ist es mir lieber, wenn ich jetzt sitzen kann, sonst stehe ich um.
gefallen. Wobei, ich muss ja ganz ehrlicherweise sagen, 40 Jahre hast du letztes Jahr am Bühnenjubiläum die gefeiert. Die ersten 40. Die ersten 40, ja, die ersten aber 40. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl gehabt, wie waren du da schon so Altersschwächeerscheinungen gehabt hättest, oder? Nur, wenn die Kamera nicht an ist. Aber das kennen Sie ja, genau. Na, Andi, aber von dem her muss man eigentlich sagen, schaust du immer schon gleich aus, oder? Immer deine ja, ich habe immer dieselbe gleichen Maske. Ich habe so, vielleicht sieht man das im Fernsehen, ich habe so eine aus Schaumgummi, die wird hinten einfach zusammengetackert. Und das gleiche Toupet dann. Und das gleiche, alles mit drauf, alles mit drauf. Das dauert circa 1,5 Sekunden. Aber was ich eigentlich bei dir schon faszinierend finde, du hast es geschafft, auch dir deinen Spaß, deinen Humor 40 Jahre lang zu erhalten. Manche, die stumpfen ja dann irgendwann ab, erzählen immer das Gleiche, schaut immer gleich aus, man ist ja positiv in deinem Fall. Aber das passiert dir nicht, oder? Nein, das ist einfach zu schön. Weil es ist ja, das muss ich dir nicht erzählen, wenn man auf die Bühne geht und sieht das Publikum nach einem Jahr wieder in irgendeiner Stadt, ist es trotzdem wieder aufregend, ist es trotzdem wieder gefährlich und so, dass man ein bisschen aufgeregt ist vom Auftritt, dann geht man raus und wenn sie dann das erste Mal klatschen, ah, sie beißen mich nicht. Aber hast du dann, also viele Showgrößen auch in deiner Liga, die haben ja im Endeffekt oft jemanden im Hintergrund, sogenannte Gagschreiber, die ja dann einfach ganz kreativ werden und die Gags sich erfinden. Hast du sowas auch? Im Fernsehen, na freilich, für einen Schlagerspaß habe ich sowas schon. Ja, ehrlich? Ja, sonst müsste ich recherchieren, wo Sie vom Fernseher sitzen, auf der Seite oder auf derer Seite. Und das wäre mir einfach zu viel Arbeit. Auch die ganzen Informationen von den Künstlern zu bekommen und die Reihenfolge zu machen, das geht gar nicht. Da müsste ich auf die Auftritte verzichten und das würde ich nicht. Also man soll mich bloß nicht fragen, würdest du lieber Fernsehen oder Auftritte machen? Dann würdet ihr mich im Fernsehen seltener sehen. Aber es ist ja schon mal ein großer Druck, denke ich mir, sich jetzt gerade auf den Schlagerspaß vorzubereiten. Das ist ja mittlerweile das TV-Event. Jeder sitzt davor. Und es sind dann einfach doch ja, wieder volle Anspannung über die ganze Zeit. Man muss sich so viel merken. Wie machst du das? Wie kommst keine du da Ahnung. In den Blick? Hast du klar, dass du das alles merken kannst? Ich weiß es nicht. Nein. Es ist halt, wir können nicht lange vorher anfangen, weil wir nicht wissen, wer kommt. Welche Künstler dann noch absagen kurz vorher und wie getauscht und so. Also ich finde es ganz faszinierend, weil das ist halt mein Metier. Das sind meine Leute, das sind die Künstler, die ich mag, die ich kennengelernt habe auf den Bühnen dieser Welt. Und es ist halt mein Publikum, das zuschaut. Und das ist so ein bisschen ein Klassentreffen, da trifft man Kolleginnen und Kollegen von früher. Und das Publikum kennt man, glaubt man zu kennen, weil man vor denen schon mal gestanden ist. Wenn es 40 Jahre durch jeden Ort, der mehr als 300 Einwohner hat, habe ich schon gespielt. Wahnsinn. Also, kenne ich sie. Sie kenne ich auch. Hätten sich auch schöner anziehen können, halt so, wenn wir uns da herrichten. Aber weißt du, was ich auch so ein bisschen Ironie des Schicksals finde? Also, viele wissen ja sicherlich noch die legendäre Sendeschlagerparade der Volksmusik mit Andi Borg in der ARD. Ja. Vor, ich glaube, 20 Jahre ist das her, ist das im Fernsehen gelaufen, Dieter Thomas Hecker, die im Hintergrund das alles produziert. In Baden-Baden. In Baden-Baden. Und die Ironie ist ja jetzt eigentlich wieder, 20 Jahre später stehst du genau wieder in den Studios Das war Gänsehaut. Also da wieder reinzukommen, es hätte nur gefehlt, dass Dieter Thomas Hecker ums Eck kommt und sagt, hallo, mein Jung, bist du wieder hier? Genau. Also, das haben wir einmal im Monat, war das, über viele Jahre. Und jetzt schließt sich der Kreis. Irgendwie sozusagen. Schon, oder? Meine Zugabe meiner Karriere mache ich jetzt wieder dort, wo es angefangen hat. Du, apropos Zugabe deiner Karriere, du hast ja schon wieder eine Zugabe für uns parat. Nämlich ab 18. Mai kommt sie auf den Markt, dein ganz neues Baby, wenn man das sagen darf. Ja. Ich bin noch am Formen. Ich wollte diesmal keine runde CD machen, ich wollte irgendein anderes Motiv. Und dann haben die CD-Player-Hersteller gesagt, das geht nicht, du kannst nicht. Mein Traum wäre gewesen, so ein kleiner Dinosaurier, aber das geht nicht. Wirklich? Also es kommt wahrscheinlich wieder nur eine runde CD. Aber und auch nur auf einer Seite bespielt, nicht so wie früher bei den Schallplatten. Ich würde sagen, wir hören mal rein in die kleine Runde Neue vom Andi Borg. Nacht, ich sitz vorm Stammcafé. Traurig war das Mädchen, das ich weinen seh. Sie sprach von einer Liebe, die unendlich war. Doch am Morgen danach war er nicht mehr da.
so gut versteht. Fern von daheim, verlassen, allein wie damals in Athen. Auch wenn du heute noch verliebt an ihn denkst, wie du ihm damals für immer dein Herz schenkst, wirst du wieder lieben wie damals in Athen. Er versprach die große Liebe für ein Leben lang. Damals hat sie ihm geglaubt und fing zu träumen an. Doch als die Sonne aufging, war er nicht mehr da. Sie sagt, für mich wird die große Liebe nie mehr wahr. Von daheim verloren, allein wie damals in Athen. Blumen im Haar, den Tränen so nah. Ich kann dich ja so gut verstehen. Fern von daheim verlassen, allein wie damals in Athen. Auch wenn du heute noch verliebt an ihn denkst, wie du ihn damals für dein Herz schenkst, wirst du wieder lieben, wie damals in Athen. Fern von daheim verloren, allein wie damals in Athen. Blumen im Haar, den Tränen so nah, ich kann dich ja so gut verstehen. Allein wie damals in Athen. Auch wenn du heute noch verliebt an ihn denkst, wie du ihm damals für immer dein Herz schenkst, wirst du wieder lieben wie damals in Athen. Auch wenn du heute noch verliebt an ihn denkst, wie du ihm damals für immer dein Herz schenkst, der Liebe wie damals in Athen. Und da war er schon, der Titel, der auch der Namensgeber deines neuen Albums ja. ist. Darf ich die Zuschauer kurz fragen, ob sie haben Sie das Lied downgeloadet oder so lieber CD? Weil diesen Titel gab es als Download. Ehrlich? Ja, ja. Und bis der downgeloadet war, ist er bei mir zu Hause immer umeinander gerannt. Bis der endlich einmal weg war. Ich sag's Ihnen, das mache ich nie wieder. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt gerade vor, Andy Borg fern von daheim, das passt eigentlich gar nicht. Also ich meine, ich bin immer fern von daheim. Jetzt, wenn ich da sitze, ich bin nie daheim. Aber so richtig auswandern, das warst du nicht. Nein, oder? Nein, mir reicht das fern von daheim, was ich fern von daheim bin. Nein, 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 nein. Nein, das ist. Es hat ja ein bisschen nicht nur mit der Sprache und mit dem Gelände zu tun, auf dem man sich bewegt, sondern auch das Kulinarische ist ja bei mir wichtig. Und wo es kein Punschkrapferl gibt oder Topfenkulatschen, da kann ich nicht daheim da sein. Bist du nicht daheim. Ich esse gern Schrimps, aber die muss auf einer Sachertorte drauf liegen, der Schrimp. Wobei man aber auch sagen muss, dass man ja öfter mal hört, dass mit zunehmendem Alter sich immer mehr ja auch daheim sich wünscht. Und ich merke das auch auf der neuen CD und das gefällt mir auch so gut, weil du immer mehr daheim im Dialekt auch singst, die Lieder, gell? Oder? Ja, es ist schon das ist ein ursprünglich, Dialekt, ein bisschen drin ursprünglich war der Text dieses Liedes ja auf Deutsch. Ja. Und das ist halt eine Fremdsprache, mit der ich immer schwer tue und mich konzentrieren muss. Und wenn ein bisschen wienerisch dabei ist, tue ich mir gleich leichter. Super. Die Wahrheit ist, ich habe auf einer vergangenen CD habe ich einen Titel drauf, das ist das Lieblingslied von meiner Frau. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da tue ich auf dieses Album jetzt wieder ein Lied im Dialekt, vielleicht hat es wenigstens nach 40 Jahren zwei Lieblingslieder von mir. Wenn es dann schon immer die Amigos und die Fantasy und die alle hört, die schönen Lieder, oder Nokis und das Ganze. Vielleicht hört es einmal wieder ein Lied von mir. Wobei mich das eh wundert, jetzt hat es ja ein zweisprachiges Paar, gell? Bayerisch und Wienerisch. Richtig. Dass das bei dir gar nicht mehr abfärbt von der Birgit, von deiner Frau. Also du hast Nein, umgekehrt. Ach so. Ja.
also regt sie eher wienerisch mit Meine Frau kommt ja aus der Oberpfalz. Mhm. Und wenn man da wo sagt, sagt man ja wow. Ja, wow. Und genauso zu die Beine Schau so da, gell? Und die Bau, alles ist mit wow. Also sie spricht mittlerweile wirklich sehr gut fast Deutsch, ja. Ja. Du, ein Titel finde ich auch noch ist so schön auf deinem neuen Album und zwar... Ich weiß, nichts sagen, ich weiß welches. Okay, bin gespannt. Ich wüsste alles, was ich habe, für dich geben. Ich will nicht das. Nicht schlecht, so, aber ich habe eigentlich gemeint, ist der Ruf erst ruiniert? Ah, das ist ja. Da habe ich eigentlich lachen müssen, weil du bist ja gefühlt ganz ungewollt der größte Saubermann in unserer Branche. Also du bist ja wirklich keiner, der es durch irgendeine Schlagzeile, was weiß ich, Andy Borg, Alkohol, kann nicht singen, irgendwelche Fragen. Das hast ja du alles nicht. Du bist die Beständigkeit in Person. Super, und dass das du das ja, sagst, das freut aber mich. Das glaubt man ja und das ist ja auch so. Und genau das war der Grund, warum ich diesen Titel unbedingt aufnehmen wollte, auch mit dieser Zeile, ist der Ruf erst ruiniert. Weil ich habe schon ein paar Mal gesungen, den Leuten Mut gemacht, wenn es einem nicht so gut geht, dann habe ich gesungen, einmal wird der Wind sich wieder drehen und lauter so Endstation Sehnsucht und so, wo ich sage, Leidl, das wird schon wieder, das geht vorbei, die Sonne kommt wieder. Es gibt Menschen, die muss man ein bisschen anschubsen. Was? Die werden dann noch trauriger, wenn du einer traurig sagst, dass das schon wieder wird. Ja. Es gibt Leute, die wollen, dass du sagst, hey, jetzt ist der Ruf schon ruiniert. Wir brauchen einmal erwarten. Einfach. Das Glück kommt bestimmt zurück. Und das ist der Titel für genau diese Menschen. Aber hast du eigentlich wirklich irgendwann einmal was geleistet, was vielleicht nicht astrein war? Natürlich. Wirklich? Hallo, ich bin am 2.11.60 geboren. Vielleicht könnte man unten einblenden, wo es die Geschenke hin. Ja. Da erlebt man und da macht man Fehler, um Gottes Willen. Ehrlich? Es wäre gelogen, wenn einer in meinem Alter sagen würde, er hat noch nie einen Fehler gemacht. Naja. Beruflich und privat. Aber ich glaube, du machst das immer mit deinem Charme und mit deinem Spaß so recht. Genauso wie auf deiner Tournee. Ich hatte Glück, dass es immer dann passiert, wenn keine keiner da war. Und besuchen kann man dich auch wieder, denn du tourst ja. Was? Also das ist ja der Wahnsinn. Deine so, Tour ja, hört, glaube ich, gar nicht mehr auf. Nein, die hört gar nicht mehr auf. Die ist dauerhaft gebucht, weil sie so gut läuft. Geplant Schlager war 23, aber wir gehen schon weit ins Jahr 24 rein. Aber das ist jetzt auch nicht so... ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aufsehenerregend. Mhm. Das sind einfach die Hallen, die ich ja eh schon seit fast 100 Jahren bespiele. Und jetzt gehen wir halt mit einem Motto, mit Schlager und Spaß auf Tournee. Und da sind Elemente aus der Sendung drinnen. In Wirklichkeit ist es das, was wir schon immer gemacht haben. Mhm. Auch lange, bevor wir in die große Öffentlichkeit gekommen sind. Du, dann hoffe ich, dass du es nur lang so weitermachst. Du hast ja gerade schon gesagt, die ersten 40 Jahre sind vorbei. Die zweiten, die haben gerade erst angefangen. Ja. Und darum, lieber Andi, ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre mit dir. Okay. Jetzt ist es eh schon wurscht. Ist der Ruf erst ruiniert? Genau. Also wir ruinieren ihn heute auf alle Fälle nicht mehr. Und zwar freuen wir uns auf den zweiten und leider auch schon letzten Titel heute bei uns in der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Brav bleiben. Danke. Servus. Dir auch. Alles Gute. Wiederschauen. Das ganze Leben ist ein Fahrstuhl, mal geht's auf und mal hinab. Mal verzockt, mal falsch gelegen, hab so manchen Mist verbockt. Ich hab alles gewonnen und alles verloren, hab oft zu viel riskiert. Doch ganz egal, es geht immer weiter, auch wenn man alles verliert. Ist der Ruf erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn, keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergauf. Ja, wir haben es immer geschafft. Hab gespielt und hab verloren, hab geglaubt, es könnte passieren. Hab geblufft, zu hoch gepokert, nie geglaubt, ich könnte verlieren. Erstens kommt es manchmal anders, zweitens als man denkt. Hab geglaubt, ich schwimm ganz oben, doch dann hat man mich einfach versenkt.
ist der Ruf erst ruiniert, liebt es sich ganz ungeniert. Wir gehen ab vor keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf erst ruiniert, liebt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Ist der Ruf erst ruiniert, liebt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf erst ruiniert, liebt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Leider haben wir an dieser Stelle auch noch eine traurige Nachricht zu verkünden. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Am 28. März diesen Jahres hat uns eine große gesangliche Legende für immer verlassen. Er hat uns mit seinen Liedern sehr viele schöne Momente gezaubert und seine Stimme wird unvergessen bleiben. Eine sehr eigene Stimme und ein großer Hit, den er damals gehabt hat, sein Sommertraum. Sie wissen, von wem wir sprechen? Es ist Mandy von den Bambis. Leider für immer verschwunden von dieser schönen Welt, aber er hat uns ein unglaubliches Erbe hinterlassen und das sind seine Lieder, seine Musik. Und das ist ja das Schöne an der Musik, weißt du, alles ist vergänglich. Nur die Musik, die bleibt lebenslänglich und das ist was Schönes. Deshalb wollen wir ihm jetzt auch grüßen. Er lebt hoffentlich seinen eigenen ewigen Sommertraum irgendwo. Wir sagen Danke für all das, was du uns geschenkt hast. Du hinterlässt eine große Lücke und deshalb danke für all deine Werke. Es war ein Sommertraum. Noch heut die zärtliche Hand, sie schrieb die Worte in den Sand, dass unsere Liebe ewig besteht. Doch dann kam der Wind und hat uns diesen Traum verweht. Es war ein Sommertraum, wieder ein Sommertraum, die Blume gab, die mir wieder nahm, wieder Traum.
Wer viel unterwegs ist, der hat natürlich auch Hunger. Und ich freue mich wieder, dass er sich ein bisschen Zeit genommen hat, für uns, für euch zu kochen. Mein Freund, euer Freund, Alfons Schubeck. Für die Mütter müssen wir doch viel öfters kochen. Und ich hoffe, du kannst uns heute wieder was zaubern. Also, es ist ja so, dass das muss ja nicht nur ein Muttertag sein, wie du richtig sagst. Das kann genauso gut an jeden anderen Tag sein, dass man sich ein bisschen anstrengt. Also, wir machen heute was mit Fisch. Da haben wir jetzt einen Ludimer. Sie können genauso gut einen Zander nehmen, einen Saibling nehmen, eine Forelle nehmen. Die finde ich eher ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Garmethode ist die gleiche. Wir machen dazu ein Fenchel Tomatengemüse. Da haben wir so kleine Datteltomaten da. Und geben zum Schluss noch ein bisschen einen Blattspinat rein. Den lassen wir nur reinfallen und das war's dann. Also, für mich ist immer wichtig, dass man sehr unkompliziert, sehr leicht, sehr locker kocht, dass es gut schmeckt und dass man Freude hat und dass es zeitlich, wissen Sie, in ihren Rahmen passt. Gell? Weil Stefan kocht ja auch schon, deswegen hat er jetzt abgenommen. Nein, das ist ein Witz, sein Witz. Freiwillig. Ja. Also das Gemüse ist ja schon ziemlich weit. Das habe ich nur gedämpft in ein bisschen Gemüsebrühe, in ein bisschen Gemüsebrühe, genau so. Und hier brate ich jetzt den Fisch an. Das heißt, ich gebe jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne. Wenn Sie jetzt eine Pfanne haben, wo jetzt, sagen wir mal, die Beschichtung nicht mehr so gut ist, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie den Fisch melieren. Wenn Sie so eine Pfanne haben wie ich, dann brauchen Sie es nicht. Und jetzt hat er, schauen Sie, wie es den aufzieht, das ist ein Zeichen von Frische. Und es gibt so Köche, die drucken da drauf und drucken da drauf. Das ist lauter Blödsinn. Die Spannung geht sowieso gleich wieder raus. Und wir lassen den jetzt, der brennt dann nicht mehr an. Und braten jetzt den da unten auf der Hautseite an. Da lasse ich ihn einmal so. Ich habe mit Absicht das Schwanzel gewählt, weil im hinteren Bereich des Fisches gibt es nämlich keine Gräten. Gell? Mhm. Also wenn man so Gräten frei essen will, dann ist es praktisch das Stückchen, wo der Bauch ist, da sind die Gräten vorne. Und hinten dann nicht mehr. Die Haut schützt jetzt den Fisch. Aber die Haut kann man auch immer mitessen. Die meisten werden die weg. Ich finde die super. Die haben auch noch nicht gewürzt. Hier kommen wir jetzt auch weiter da. Da kochst du immer mit wenig Soßen her. Geht's einfach schnell, leichte Kost. Ja. Aber nicht so diese kräftigen Soßen, die tust du gar nicht machen. Nein, das ist ja vorbei. Schau, ich gebe jetzt ein bisschen Orange hin, weil Fenchel und Orange, der kommt gut. Mache jetzt auch die Tomaten mit rein. Die lasse ich im Ganzen, damit man die Soße nicht verfälscht. Und die Tomaten springen dann vielleicht ein bisschen auf. Das war es ja dann schon. Wenn ich jetzt da mal schaue und gebe jetzt in den Sud, gebe jetzt noch mal ein bisschen was drauf. Ein ganz kleines bisschen von unserer kalten Butter. Dann schmilzt jetzt die und arbeitet sie wunderbar in diese Soße ein. Und wir haben dazu eine ganz leichte, geschmackige Soße. Ja, hier, das dämpft jetzt weg und dann haben wir die Soße, ist eigentlich schon fertig. Hier, wenn du jetzt da mal herschaust, siehst du, dass auf der Seite schon ein kleiner weißer Rand kommt. Wenn ich jetzt da so herlange, lange mit dem Finger so her, Stefan, dann merkst du, dass er eiskalt ist. Genau. Ja? Und der Fisch wird nur ein einziges Mal umgedreht. Wir werden hier jetzt unsere Scheibe herrichten. Das könnte jetzt auch Kartoffelscheiben sein. Aber mei, wollte halt sagen, dass der Ingwer für alles gesund ist. Dass man halt richtig überall hinein kann. Da siehst du das da? Ja. Das ist jetzt ganz leicht sämig. Jetzt gebe ich da drauf ein bisschen was von unserem Gemüsegewürz. Das habe ich jetzt ganz neu gemischt. Das schaut auch super aus. Wie oft machst du neue Gewürze? Ja, manchmal mache ich in einer Woche so 5, 6. Dann mache ich wieder eine Woche nichts. Dann probiere ich es wieder. Dann gibt es Tage, da geht gar nichts. Und dann gibt es Tage, da kannst du 20 neu machen. Ja, aber das ist so, da musst du ein bisschen abwarten, bis eine kreative Phase kommt. Und dann tut man sich einfach leichter. Schau, jetzt siehst du, dass das da hinten fertig ist. Wenn wir den Fisch jetzt umdrehen, da sehen wir es ja schon, da könnte man vielleicht sogar noch hoppala. Aber mit Gewürze, also mal jetzt einmal fragen, so, wenn du jetzt mit Gewürze vor 10 Jahren gemacht hast, machst du das heute anders da? Ja, ein bisschen. Weil ich heute mehr weiß über Gewürze, ich weiß mehr über die Wirkungsweise und ich weiß mehr über die Zusammengehörigkeit, wer kann es mit wem noch besser und wer verstärkt. Und das ist das, was noch richtig Spaß macht. Das heißt aber nicht, dass die Gewürze vom früheren nicht schmecken, sondern wir werden die Mischungen ja pausenlos wieder erneuern. Das kriegt der Endverbraucher gar nicht so mit, weil wir da zurückgehen, da aufgehen und so weiter. Aber von der Vielfalt der Gewürze, da nehme ich nichts raus, sondern ich tue es vielleicht ein bisschen grammmäßig, den einen ein bisschen nach vorn und den anderen ein bisschen nach hinten. Gewürze sind nicht bloß Geschmacksträger, ist ja gesund natürlich, Gewürze? In erster Linie ist Gewürz gesund. Das Gewürze waren ja 99.850 Jahre reine Medizin, erst dann kam die Pharmazie. Und wenn man sich mal überlegt, dass der Körper eigentlich auf Kräuter, ich rede jetzt von der Prävention. Gell? Also für mich ist wichtig, dass Sie gesund bleiben und wenn Sie zum Arzt müssen, dann bin ich draußen. Aber ich muss schaffen, dass Sie nicht zum Arzt müssen. Ja? Dass Sie nicht waagrecht begegnen, sondern senkrecht und sagen, Servus Christi, mag ich zwar gern, aber ich will dir nicht dort legen. Das war jetzt meine Aufgabe. Gell?
Schau, und jetzt siehst du hier, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt tue die Pfanne hier weg und gib da unten das Scheiberl Ingwer rein. Das heißt, dass der Fisch jetzt da unten genauso saftig bleibt. Ja? Und jetzt könnte man eigentlich schon anrichten, weil der zirpt da gleich durch. Und du siehst jetzt, hier haben wir überhaupt nicht viel Fett und Klump und Graffi drin. Und das ist ja schon emulgiert. Das kann man jetzt so, wie es ist, praktisch anrichten. Auch bei den Tomaten sieht man es ein bisschen aufgerissen, aber nicht direkt. Und so ist der Fenchel halt wahnsinnig gesund. Ich habe ihn geschnitten und sofort verwendet, also nicht heraus rumliegen lassen. Denn wenn Sie eine Stunde heraus rumliegen lassen, dann verlieren Sie 50% der Vitamine. Und das wollte man einfach nicht. Gell? Wenn man so wie du jeden Tag kocht, du bist ja jeden Tag am Herd, eigentlich, Alfons, ist dann irgendwie immer noch, so ein Tag dabei, wo du sagst, heute habe ich keine Lust dazu, oder ist das wirklich in meiner Erfüllung? Nein, ich habe jeden Tag Lust. Und ich bin jeden Tag genauso noch hungrig und würde gerne in ein Restaurant schauen, wie die das machen, weil das interessiert mich. Weil erstens lernt man nie aus und zum Zweiten, die glauben, sie kennen schon alles, die kennen gar nichts. Das sind so Klugscheißer, die man einen Wunder, was sie kennen. Du musst halt hungrig sein. Nicht nur beim Essen, sondern auch etwas dazu zu lernen, ob das Gewürze ist oder ob das beim Kochen ist. Schau her, fertig. Nehmen wir jetzt raus. Und jetzt gebe ich da oben, da habe ich so ein Lavendelsalz. Das ist super. Das gebe ich jetzt da ein bisschen drauf, weil Lavendel kommt wahnsinnig gut mit dem Fisch. Wie dieser Zahn, der dich jetzt anhimmelt, siehst du das eigentlich? Naja, liegt das am Ingwer oder an dir? Mir. Das ist die Frage, oder? Liegt schon an mir auch und an ihm, weil wir mögen uns beide recht gern. Und jetzt kann man, wenn dir das nicht ausreicht, zum Beispiel wie da, ich habe ja das sehr cremig gehalten, weißt du, dieses bisschen Sossal haben wir sehr cremig gehalten, das ist ja auf dem Ding drauf, das kannst du jetzt gleich mal probieren. Dann kann man noch, was die Italiener auch gern machen, die tun auch gern Butter und Olivenöl mischen. Und jetzt würde ich hier also ganz einen kleinen Rand Olivenöl mitgeben. Aber wo soll man achten, wenn man Olivenöl kauft, Alfons? Ja, also wenn du einen Klump kaufst, ich sag's einmal so, wir sind diese Schärfe nicht gewöhnt, sagen wir wie der Italiener, der wächst so auf damit. Dann müssen Sie vielleicht ein bisschen Ligurisches nehmen, das ist nicht so scharf. Aber in der Regel gewöhnt man sich schnell an diesen Geschmack und man darf es einfach nur in Zimmertemperatur drüber, dann schmeckt es am allerbesten. Essen. Das ersetzt nicht jedes was, weil in Bayern muss man Gerichte auch essen, die da gehört eine Sauce dazu. Aber das ist gesunde, geschmackvolle Küche, sonnig, bayerisch, würde ich sagen. Oder? Und ich muss sagen, das hast du super gemacht, Alfons. Und drum lade ich jetzt einmal auf einen Ingwer-Schnaps von unserem Freund Willi. Der kommt zum Nachtisch. Diesen Willi, den habe ich schon halber damisch gemacht mit dem Ingwer. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir den. Und ich muss ihm sagen, der ist super gelungen. Der schmeckt richtig gut. Genau. Also da gönnen wir uns jetzt einen, oder? Würde ich sagen, Stefan. Bis zum nächsten Mal, sagen wir Servus. Bitte euch. Und wir probieren mal, Alfons. Nicht die ganze Flasche, aber Standball. Genau. Bleib bis morgen, hast du damals gesagt. Und ob ich für dich deine Sorgen verjag, sag es wieder, sag es laut. Dann die Zeit, die nicht immer einfach war, im Grau des Lebens manche Chance leicht vertan, unsere Träume nie verloren. Und wieder zieht ein Jahr vorbei, von dem ich keinen Tag mehr. Besiegt. Viel
führt, trag ihn in dir, hör ihm zu. Und wieder zieht ein Jahr vorbei, von dem ich keinen Tag bereue, in dem Jahr all diese Momente mit dir mein Zweifel verzeiht. Das jeden Kummer leicht besiegt. Vielleicht willst du den Weg gemeinsam mit mir auch zu Ende gehen. Ich will doch nur den Weg gemeinsam mit dir auch zu Ende gehen. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist... Schön, aber sing sie nicht, sondern komm mit mir mit, ich nehme dich mit auf meine Reise. Denn wir sind wieder mehr unterwegs, liebe Zuschauer, vom 7. bis 14. Oktober. Richtig. Mit vielen guten Freunden. Oh ja, so viele an der Zahl, da sind wir nämlich wieder. Und damit wir sie uns nicht merken müssen, weil wir das kaum mehr hinbekommen, hat unser Team im Hintergrund einen wunderbaren Clip zusammengeschnitten, wo sie alle Informationen bekommen, wenn sie mit uns auf Reise gehen wollen. Nein, sie müssen. Schauen Sie mal rein. Buchen Sie jetzt das ultimative Schlagererlebnis auf hoher See. Schlagerkreuzfahrt.net lädt Sie zur großen Schlagerreise 2023 vom 7. bis 14. Oktober auf die Costa Deliciosa ein. Erleben Sie das totale Schlagerfeeling mit vielen Ihrer Lieblingsstars. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen unter anderem Claudia Jung, Patrick Lindner, Nathalie Lament, Stefan Mecher, Anna-Karina Wojcik, Romy Kirsch, die Muntermacher, Stefan Dietl und die Aufdreher, Romy, Stefan Moss und viele andere. Auch das Team von MelodieTV und Herzlichst werden diese Traumreise begleiten. Genießen Sie bezaubernde Destinationen wie Split, Santorin, Athen und Piräus, Dubrovnik und Venedig. Haben wir Sie jetzt begeistern können? Dann buchen Sie noch heute unter www.schlagerkreuzfahrt.net Ihre Traumreise 2023 mit Ihren Lieblingskünstlern. Wir freuen uns auf erholsame Tage mit Ihnen an Bord der Costa Deliciosa. Ein Sommerwind weht durch dein schwarzes Haar. Dein heißer Blick sagt mir leise ja. Es klingen spanische Gitarren. Vergessen, wo wir gestern waren. Wenn über Meer die Sonne rot versinkt, von Herz zu Herz ein Funke überspringt, dann zieht es uns an einen Ort, in diesem kleinen Fischer. Kaffee wohl an, Traum am Strand, siehst du sie noch, die Spuren im Sand. Kaffee wohl an, uns geht's gut, Vino im Glas, Amor im Blut. Hier begann das Glück von uns beiden und ewig soll es auch so bleiben.
Bereits zum dritten Mal sind wir jetzt mit unserer Sendung zu Gast gewesen hier in Pullman City. Eigentlich schon wieder schade, dass vorbei ist, denn hier bei guten Freunden zu Hause zu sein, ein bisschen Urlaub zu machen, ist schon was Besonderes. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es tut gut, diese Luft zu inhalieren. Und ich bin schon ein kleiner Kaube, bin ich jetzt schon geworden. Ach so, also letzte Sendung warst du ja noch der Knuddelhase, jetzt bist du der Kaube. Ich muss jetzt leider diesen Begriff nochmal loswerden, denn Stefan hat mir heute zu Beginn der Dreharbeiten gesagt, Mensch, also wir haben so viele Leute als Knuddelhase angeschrieben und angerufen. Also ich glaube, er war schon ein bisschen stolz, dass sie ihn so knuddelig finden. Ja, wo du recht hast, hast du ja auch recht, oder? Muss man auch einmal sagen. Man muss die Wahrheit sagen. So schaut's aus. Also mit ein bisschen Schmäh hören wir diese Sendung auf und wir freuen uns auf ein Wiedersehen, denn beim nächsten Mal, da schießen wir den Vogel ab. Aber wirklich. Da gehen wir am Vogelberg. Ja. Und da freue ich mich. Aber Sie müssen mit dabei sein, denn wir haben eine Überraschung für Sie. Wieder tolle Musik, tolle Gäste und ich würde sagen, bis dahin bleiben Sie uns gesund, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie vor allem so, wie Sie sind. Dankeschön, sagen die tolle Romy. Und der bezauberndste Vogel neben mir. Spaß beiseite, unser Stefan Dietl. Servus. Warmen Regen, er küsst deine Haut. Sterne malen, Emotionen, Herzen schlagen laut. Ich seh die Zärtlichkeit in deinen Augen und umarme dich. Er soll ewig sein, dieser Augen. Sehnsucht hält uns wach. Wir erleben dieses Wunder, das uns wehrlos macht. Wie eine Sinfonie aus tausend Träumen klingt in uns ein Lied, das davon erzählt, was mit uns geschieht. Feuer brennt in meinem Herzen. Nacht.